So, ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Orga TV. Es ist wieder Mittwoch, es ist 18.18 Uhr und auch heute haben wir natürlich einiges für euch vor. Ihr könnt sehen, die Wand hinter uns ist wieder wunderbar geschmückt. Ihr seht einige schnelle Autos, ihr seht hier auch einen ganz lustigen Anzug, ihr seht einen Studiogast und hier auf der anderen Seite seht ihr einige Mucki-Männer. Ja, was es damit alles auf sich hat, das wollen wir euch gleich hier in der Sendung zeigen. Bevor wir jetzt gleich wie immer am Anfang der Sendung mit unserem News-Ticker starten, haben wir noch einen ganz aktuellen Beitrag. Denn wir von Orga TV versuchen natürlich immer up-to-date für euch zu berichten. Und der eine oder andere mag es vielleicht mitbekommen haben. Heute gab es in der Vivi-Bibliothek einen Feueralarm. Und ja, vielleicht fragt sich der eine oder andere, der auch betroffen war, ob da denn tatsächlich jetzt ein Feuer ausgebrochen ist. Wir können euch beruhigen, wir haben heute bei der Feuerwehr angerufen. Es war tatsächlich nur ein Fehlalarm. Aber die Feuerwehr ist natürlich wie immer zur Stelle, falls was passieren sollte. So, ja, wie immer, jetzt zu Beginn der Sendung haben wir den News-Ticker von Pascal für euch, der euch die letzten Highlights der letzten Woche kurz zusammengefasst hat. Schaut mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu den Orga-TV-News in 90 Sekunden. Eine wichtige Meldung vorab. Und zwar an alle Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Bitte denkt dran, ihr müsst euch bis 26. November 12 Uhr angemeldet haben für alle Klausuren. Dies geht nur online unter der Internetseite vom WIPA. Macht das bitte. Semestereröffnungsparty im Club 7. Im Club 7 ist am vergangenen Donnerstag das Semester feierlich eröffnet worden. Bis in die Morgenstunden konnten die Studierenden einen Ausgleich zum Uni-Alltag finden. Karrieretag an der Uni. In der Fakultät der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften konnten sich am 15.11. interessierte Studierende ausführlich über ihre Zukunftsperspektiven informieren. Mehr dazu später in unserer Sendung. Winterball an saarländischen Hochschulen. Die saarländischen Hochschulen organisieren am 19. Januar den beliebten Winterball in der Kongresshalle. Auch weiterhin könnt ihr Geschenke im Rahmen der Aktion Oliver für Kinder aus der Republik Moldau unter anderem in der Sulb B11 abgeben. Die Aktion endet am 6. Dezember. Kannrolle. Goldene Löwen für Werbefilme werden morgen wieder an der Saarbrücker Uni verteilt. In unserer letzten Sendung sprachen wir mit den beiden Moderatoren der Kannrolle schon exklusiv über den von MTP-Studierenden organisierten begehrten Event. Los geht's um 19 Uhr in der Aula, A33. So, das war's von den News heute. Bis nächste Woche an gewohnter Stelle. Zurück zu dir, Lukas. So, da sind wir wieder im Studio. Was mir nochmal ganz besonders wichtig ist, ich möchte nochmal tatsächlich auf die Prüfungsanmeldung hinweisen. Da ist ja am 26.11. der Anmeldeschluss um 12 Uhr, das ist am kommenden Montag. Aber wenn es geht, gerade für die Erstsemester, meldet euch wirklich jetzt schon an, weil da gibt es dann doch hin und wieder mal ein paar Probleme. Und gerade am Montag ist das Prüfungsamt so überfüllt, dass sich dann oft nicht mehr alle für alle Prüfungen anmelden können. Und das wäre natürlich gerade im ersten Semester ein bisschen doof. So, jetzt wenden wir uns voll und ganz dir zu. Das hier ist der Johannes. Du bist vom Saar Racing Green Team von der Uni des Saarlandes. Ihr baut Rennwagen und fahrt damit in der Formula Student Rennen gegen andere Universitäten. Genau. Ich studiere hier an der Uni Mechatronik, mittlerweile im 7. Semester und betreue das Projekt jetzt seit Anfang an. Also ich mache Projektleitung bei uns. Das heißt, ich kümmere mich so um die organisatorischen Sachen, gucke einfach, dass genug Gelder da vorhanden sind, gucke, dass die einzelnen Teams im Zeitplan bleiben, etc. Ja, euer Team heißt ja Saar Racing Green Team. Warum ausgerechnet Green? Genau, also im Gegensatz zu unserem Partnerteam, dem Saar Racing Team von der ATW, die es schon seit 2006 gibt, bauen wir jetzt seit 2011 einen Elektrorennwagen. Diese Klasse ist jetzt noch relativ neu in der Formula Student, die gibt es erst seit 2010. Mhm. Aber trotzdem ein sehr interessantes Feld, auch im Hinblick auf den Wandel in der Fortbewegungstechnik. Ja, vielleicht kannst du allgemein kurz was über die Geschichte der Formula Student erzählen. Also wie hat sich das Ganze entwickelt? Woher kommt das eigentlich? Also die Formula Student kommt eigentlich aus der USA. Die wurde dort 1981 vom dortigen Ingenieursverband gegründet
Also ich weiß, dann kennt schon den VDI, das ist der Verband Deutscher Ingenieure, und das Pendant in der USA, der SAE, hat das einfach 1981 gegründet mit dem Hinblick darauf, Studenten einfach besser aufs Berufsleben vorzubereiten. Mhm. Das heißt, einfach die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel wie euer Projekt ja auch hier, einfach schon mal Praxiserfahrungen während dem Studium zu sammeln und damit das Wissen, das man theoretisch lernt, einfach zu vertiefen. Das ist einfach eine total interessante Sache, kann man sagen. Genau. Und es gibt halt so viele Aspekte an dem Projekt. Also man denkt jetzt vielleicht, oh Gott, da können nur Ingenieure, nur Techniker und Verrückte mitmachen. Aber nee, es gibt so viele Aspekte da dran. Also es fängt halt an, man muss sich erstmal um Sponsoren kümmern. Das Ganze finanziert sich komplett über Sponsorings von großen Firmen, Privatleuten teilweise etc. Und die muss man natürlich erstmal ansprechen. Das heißt, man muss sagen, guck mal, hier sind wir sind ein saucooles Team, wir brauchen eure Unterstützung. Und dann... Die meisten Sponsoren sehen das auch. Es sind auch viele große Firmen dabei, also zum Beispiel ZDF, Bosch etc. Die unterstützen das halt gern, weil sie einfach sehen, da geht es darum, dass motivierte junge Leute was lernen. Mhm. Und das kann man dann für später auch in ihren Unternehmen einsetzen. Und genauso, also gibt es halt uns jetzt auch. Und wir bauen halt ein Elektrofahrzeug. Das gibt es jetzt erst seit 2010 hier in Deutschland. Das heißt, dieser gesamte Wettbewerb kam auch erst so in den 90er Jahren überhaupt nach Europa und ist dann so langsam weitergesickert, so bis in Deutschland rein. In Deutschland selbst seit 2006 im Verbrennerbereich und seit 2010, wie ich gerade schon gesagt habe, im Elektrobereich, wird hier halt dann vom Verband Deutscher Ingenieure betreut. Also das klingt wirklich total interessant, was du da erzählst. Und damit ihr als Zuschauer euch jetzt auch mal ein bisschen genauer anschauen könnt, was ihr mit eurem Team hier genau leistet, hat die Marie in ihrer Reihe Beyond the Mainstream euch mal besucht. Schaut mal rein. Hey, ich bin Marie und ich studiere BWL. Zurzeit mache ich ein internes Praktikum bei OrgaTV. In meiner neuen Beitragsreihe Beyond the Mainstream zeige ich euch außergewöhnliche Aktivitäten neben dem Studium. Hallo, heute war ich zu Besuch bei dem SAR Racing Team. Das ist eine kooperative Studenteninitiative der HTW und der Universität des Saarlandes, die Racing Cars selber planen, bauen und natürlich auch fahren. Hallo Christian, was ist eigentlich deine Aufgabe hier beim SAR Racing Team? Also ich bin Mitglied im Wirtschaftsbereich und aktuell sind wir gerade dabei, eine Marketingkampagne zu machen, um neue Mitglieder vor allem zu werben. Das heißt, wir haben neue Plakate entworfen, die wir dann in der Hörsälen, in der Mensa aufhängen, um einfach noch ein paar Leute dazu zu kriegen, weil wir immer neue Leute brauchen können. Okay, und was sind dann so die einzelnen Aufgaben von den Leuten? Sind die alle dann aus dem Technikbereich oder wie sieht das aus? Der Schwerpunkt liegt natürlich schon auf der Technik, aber wir haben auch Wirtschaftsbereich, eben ein Wirtschaftsteam, weil es gehört nicht nur dazu, das Rennen zu fahren, das Auto zu bauen, sondern eben auch einen Cost Report zu erstellen, einen Businessplan, und das muss natürlich auch alles gemacht werden, und dafür braucht man auch Betriebswirtschaftler, und eigentlich sind wir offen für Studenten aus allen Fachrichtungen. Ja, Anni, was sind jetzt eigentlich deine Aufgaben hier? Ich kümmere mich um das Sponsoring, ich kümmere mich um das Team im Allgemeinen, also die ganzen Management-Wirtschaftsaufgaben. Wir erstellen Cost Report, wir erstellen einen Businessplan, also ein Geschäftsmodell. Ja, das sind so die Aufgaben. Bist du eigentlich die einzige Frau hier, oder? Zum Glück nicht. Also wir sind ungefähr 5 Frauen jetzt im Team, einige auch sogar im Baubereich, also die eine kümmert sich ums Fahrwerk, um Rahmen, also es sind tatsächlich nicht nur die BWLer-Mädchen. Und wie bist du jetzt hier auf das Racing-Team aufmerksam geworden? Ich interessiere mich generell so für Autos und für Motorsport, und dadurch kam das hauptsächlich. So, aber auf jeden Fall fahre ich jetzt mal Probe für euch. Oh Gott, so ein Racing-Auto ist ganz schön eng und vor allem ist es sehr kompliziert, sich da anzuschnallen. Okay, und jetzt sind hier ja ziemlich viele Knöpfe. Kannst du mir mal erklären, für was das alles steht oder was das sein soll?
Ja, schade eigentlich. Ich hatte zuerst gehofft, dass dieser Mercedes da im Hintergrund euer Rennwagen ist, aber dem ist ja leider nicht so. Ne? Leider nicht, nein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was kostet denn so ein Auto überhaupt? Es kommt drauf an. Also man muss natürlich unterscheiden. Zum einen gibt es halt Fertigungskosten, die anfallen. Die kann man halt größtenteils dadurch abdecken, dass man Fertigungspartner hat. Also zum Beispiel Firmen, die uns direkt Teile fräsen oder schneiden oder Material spenden. Zum anderen sind natürlich gewisse Eventkosten immer vorhanden, das heißt Anmeldegebühren, Fahrtkosten zu den Events hin und so. Also es kommt immer so drauf an. Also man rechnet so pro Jahr, pro Auto ungefähr so 60.000 bis 70.000 Euro. Das ist ja doch eine Stange Geld. Woher kommt das? Also du hast ja gerade eben schon mal erwähnt, Sponsoren. Läuft das alles über Sponsoren wahrscheinlich, ne? Genau. Größtenteils. Also zum einen halt natürlich Unternehmen aus der Industrie etc. Zum anderen natürlich auch die Hochschulen an sich. Also die Uni bzw. die HTW unterstützt das Projekt natürlich auch gerne. Beziehungsweise auch teilweise die Fachbereiche. Das kommt halt immer drauf an. Vielleicht kannst du kurz was über das Auto erzählen, also ein paar technische Daten. Ich denke mal, es schauen ja auch einige technikinteressierte Personen zu. Wie viel PS hat das? Wie viel fährt so ein Auto insgesamt? Okay. Also unser Elektrofahrzeug hat ungefähr 110 PS. Ist halt der Vorteil beim Elektrofahrzeug, dass du direkt von unten raus Drehmoment hast. Das heißt, die ziehen von Anfang an gnadenlos durch und das macht richtig Spaß. So Gewicht sind mir jetzt noch ein bisschen schwerer, also 300 Kilo rum, aber immer noch ein ganz gutes Balanceverhältnis. Und klar, es ist halt nur für einen Fahrer gedacht. Als Bereifung haben wir halt 13 Zoll Felgen drauf und darauf dann spezielle Reifen auch für den Rennsport gemacht, speziell auch für die Serie gefertigt. Genau. Spitzengeschwindigkeit? Spitzengeschwindigkeit ist um die 140 km/h rum. Okay. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber das wird einfach nicht gebraucht auf diesen engen Rennstrecken, weil die halt kurz gehalten sind, um die Verletzungsgefahr nochmal zu minimieren. Und ich denke mal, in so einem Auto sitzt man ja doch dann auch sehr nah quasi am Auto dran, sodass man da auch jede Bodenwelle spüren kann und da kommen einem 140 auch gleich wie 200 vor. Wahrscheinlich, ja. Wie laufen diese Wettbewerbe ab, die ihr da macht? Also ihr fahrt dann quasi irgendwo hin. Ist das dann europaweit oder? Genau. Also die Wettbewerbe gibt es halt weltweit. Mhm. Das heißt, wir können als deutsches Team theoretisch auch in der USA teilnehmen. Das stellt natürlich gewisse Herausforderungen an die finanzielle Ausstattung etc. Aber muss ja auch nicht sein. Also es gibt hier in Europa relativ viele Events. Zum Beispiel in Hockenheim, das ist das zweitgrößte in Europa nach Silverstone. Genauso gibt es eins in Österreich am Red Bull Ring. Und des Weiteren noch welche in Ungarn, Spanien und Italien. Und der Ablauf ist immer eigentlich so, das Ganze zieht sich so ungefähr über maximal eine Woche. Das heißt, man hat halt einen Tag Anreise, dann auch erstmal einrichten von den Boxen und so, was man dort halt bezieht. Und dann fängt man eigentlich an mit einem technischen Scrutineering. Das heißt, das Auto wird überprüft, ob es dem Reglement entspricht. Und gleichzeitig fängt man auch an mit den statischen Disziplinen. Das heißt, man unterscheidet grundsätzlich statische und dynamische Disziplinen. In den statischen wird einfach abgeprüft, ob man weiß, wie hat man das Auto überhaupt konstruiert. Ja. Hat man dabei auch die Grundsätze von Engineering angewandt. Also hat okay, also man kann sagen, im Prinzip wirklich so alle einzelnen Disziplinen, die man eben bei einem Auto verkehrt oder gut machen kann, werden da abgeprüft. Genau. Und dann halt auch so Sachen wie Cost Report, wo man einfach nachweisen muss, wie viel hat das jeweilige Teil gekostet, warum ist das Gesamtprodukt Auto so teuer und wie kann ich das Auto auch zum Beispiel vermarkten. Also es kommt dann halt auch wieder ein Businessplan. Wie kann ich das an einen fiktiven Investor vermarkten, dass der das auch kaufen wird. Und das zieht sich so meistens über ein, zwei Tage hin. Das kommt halt immer drauf an, je nachdem, wie groß das Event ist. Also Deutschland hat dieses Jahr ungefähr 110 Fahrzeuge gehabt, also 110 Teams. So an Studenten waren dann 3000 Studenten vor Ort. Das ist halt schon eine Hausnummer. Und so an den letzten Tagen geht es dann in die dynamischen Disziplinen über. Das ist natürlich der interessantere Bereich. Das heißt, man hat dort zum einen ein Acceleration-Rennen, wo man einfach über 75 Meter maximal Gas geben muss. Dann gibt es halt noch ein Skidpad, das ist eine sogenannte liegende 8. Ja. Da kommt es einfach darauf an, wie ist die Querbeschleunigung von dem Fahrzeug, wie ist die Kurvenlage etc. Wenn man das alles hinter sich hat, geht es noch zum Autocross. Das ist, sage ich jetzt mal, so eine simulierte Rennstrecke. Also man hat natürlich das Problem, eine normale Rennstrecke ist so um die 8 Kilometer lang. Wenn man da liegen bleibt, das sind alles Prototypen, das rentiert sich, ist natürlich etwas schwierig. So, ich nehme schon mal das hier zur Hand, denn die Marie hat ja das in ihrer Reihe Beyond the Mainstream gedreht, das Ganze. Und die Marie sammelt ja immer von jeder Station, wo sie war, Andenken. Letzte Woche war das Speed Badminton und du hast uns hier auch was mitgebracht. Genau, das ist ein Teil von unserem Fahrzeug, das leider dieses Jahr etwas ramponiert worden ist. Ja. Also ein Teil vom Fahrwerk, an dem das die Radaufhängung auch befestigt ist. Und bei unserem ersten Rennen in Österreich ist dem Verbrennerfahrzeug leider ein kleiner Unfall passiert und da wurde dieser Träger etwas zu sehr durchgebogen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo man halt sieht, dass da bei dem Projekt auch gut viel lernen kann, weil der Träger geht nicht mehr kaputt.
Gut, dann gucken wir, dass wir das bis nächste Woche irgendwie hier an diese Leinwand hier dran klappustern. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir, dass du hier bei uns im Studio warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Wenn man weitere Informationen über euch will, wo kann man sich informieren? Entweder über unsere Webseite gehen, dort stehen auf jeden Fall Kontaktinformationen, also www.srg.uni-saarland.de. Beziehungsweise, wenn ihr uns direkt ansprechen wollt, wir sitzen meistens im Gebäude E29 da unten, im ersten Stock. Da gibt es einen Raum vom Last Tune, da könnt ihr uns einfach ansprechen. Okay, also wenn ihr jetzt Lust bekommen habt mitzumachen, alle möglichen Disziplinen sind ja angesprochen, informiert euch einfach mal über die Website oder kommt vorbei und ja, da wird euch geholfen. So, wir wechseln jetzt in einen ganz anderen Bereich. Wir wechseln jetzt von Pferdestärken zu purer Muskelkraft. Ja, seit einigen Wochen ist das neue Unifit eröffnet. Das wurde jetzt relativ aufwendig renoviert. Und natürlich haben wir von OrgaTV dem Ganzen auch einen Besuch unterzogen. Und ja, was wir da alles erlebt haben, schaut mal in den Beitrag rein. Im Fitnessstudio der Universität des Saarlandes. Lukas muss zunächst noch an Michael vorbei, um in die Umkleide zu gelangen. Oh, der muss leider draußen bleiben. Da im Fitnessstudio strenge Kleiderregeln gelten, muss Lukas auf seinen geliebten Mankini verzichten. Im Folgenden erklärt uns Fitnesstrainer Fabian den Service Point, bei dem man zwischen Übungskatalog, Dokumentation und Plan wählen kann. Starten tut Lukas mit einer Aufwärmübung. Okay, um deinen Trainingserfolg zu dokumentieren, gehst du bitte hier auf Netzwerk. Dann kommst du hier zum Netzwerk-Login. Jetzt hast du hier deinen PIN. Den gibst du bitte ein. Einmal eingeben. Drückst auf Eingabe. Jetzt meldet sich dein Account beim System an. Siehst du hier, was angegeben ist? Und das wirst du jetzt trainieren. Du hast 7 Minuten, dein Gewicht etc. Jetzt drücken wir auf Training starten. Und das Ganze geht los. Siehst du hier, wir haben eine wunderschöne Rundbahn, auf der du jetzt trainieren kannst. Und ab jetzt 7 Minuten und danach treffen wir uns wieder, wenn das Warm-up vorbei ist. Während Lukas sich aufwärmt, interviewt Michael einen Studiogast. Wie heißt du? Ja, ich heiße Erik. Hallo Erik, und wie lange trainierst du jetzt hier schon? Also das ist jetzt, glaube ich, die 4. Woche, in der ich hier bin. Aber an und für sich mit Muskel- und Ausdauertraining habe ich mit 17 angefangen, nachdem ich 30 Kilo abgenommen habe. Und ich habe eine lange Pause, aber habe den Rückstand, den ich hatte, sehr schnell aufgeholt. Okay, und was machst du jetzt gerade da? Ja, eine Bauchübung. Trainierst du heute noch weiter? Ja, auf alle Fälle. Das war jetzt mein zweites Gerät. Und nach dem Muskeltraining mache ich auch noch 15 Minuten Crosswalker und 35 Minuten Laufband. Okay, Lukas, deine erste Übung heute, Bankdrückmaschine. Okay. Zuerst mit der Karte hier am Bildschirm anmelden. So. Dann bitte dein Handtuch hinlegen. Kurz anmelden, damit wir das Ganze einstellen können. Nach dem Training erfolgt die Cooldown-Phase. Wir schalten kurz zurück ins Studio. So, da sind wir wieder. Ja, ihr habt gesehen, ich habe mich für euch an die Maschinen geschwungen und habe das Ganze mal für euch getestet. Es ist wirklich super interessant und super zu empfehlen, sich da mal das genauer anzuschauen. Denn man muss sich das so vorstellen, man hat da auf dem Display vor sich so eine Art, ja, so ähnlich wie bei Super Mario sozusagen, so eine Welt. Ja, und je nachdem, wie man seine Maschine bewegt, bewegt man dann so einen Punkt und man muss eben gucken, dass das quasi in der, ja, in so einem Rahmen drin bleibt und dann kann man wirklich sehr, sehr gut trainieren.
Ja, insgesamt, wie gesagt, schaut euch wirklich mal diese Website an. Also es ist wirklich super zu empfehlen und es ist auch gar kein Vergleich mit dem Fitnessstudio davor. So, jetzt wollen wir euch aber den zweiten Teil natürlich auch gar nicht länger vorenthalten. Denn was man noch so alles in diesem Gebäude von dem Unifit erleben kann, das haben wir jetzt noch für euch eingefangen. Und wem das noch nicht reicht, kann an zahlreichen Hochschulsportkursen teilnehmen. Michael hat einen Trainer im Interview. Und wer nach dem normalen Training noch nicht genug hat, der kann auch an einem der zahlreichen Sportkurse hier teilnehmen. Wir haben jetzt hier einen Trainer für euch. Du bist der? Christian. Und Christian, was für einen Kurs bietest du an? Also ich biete jetzt zum Beispiel Bauchkiller an. Bauchkiller ist ein Kurs hauptsächlich für die Bauchmuskulatur, so ein Sixpack zu bekommen. Wir haben aber, da das eine ganze Stunde geht, auch ein bisschen Beintraining dabei, ein bisschen was für den Rücken, ein bisschen was für die Arme und Schulter natürlich. Also es ist ein Ganzkörper-Workout mit Schwerpunkt auf der Bauchmuskulatur, weil ja auch jeder mal so ein bisschen Fett wegkriegen will. Und da haben wir auch das Ganze in Gruppenatmosphäre, dass man sich ein bisschen mehr quält und das Ganze auch auf Musik. Und wann ist dieser Kurs immer? Ist immer montags um 17 bis 18 Uhr. Ja, das klingt gut. Und da kann jeder dran teilnehmen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder... Genau. Also natürlich ist es am Anfang ein bisschen schwieriger, wenn man noch vorher noch nie was gemacht hat. Man braucht ein bisschen die Bereitschaft, sich zu quälen. Aber ansonsten spricht da nichts dagegen. Alles klar, vielen Dank. So, Lukas, und wie war dein erstes Training hier im Unifit? Super anstrengend. Also ich denke, man sieht es auch. Ja, so ein bisschen halt, ne? Aber also, von nichts kommt nichts. Was war dein Lieblingsgerät? Ja, definitiv die Bauchpresse. Also ich glaube, da habe ich noch die nächsten 3 Tage was von. Aber ich muss sagen, ich fühle mich wirklich besser. Also das lohnt sich definitiv. Und die 15 Kilo, die du da mit dieser Schulterpresse gemacht hast, die spürst du auch noch immer in den Armen? Ja, definitiv. Auch da werde ich wahrscheinlich noch einige Nächte und Tage dran zu zehren haben. Dann freuen wir uns natürlich, dass Orga TV durch diesen Beitrag noch einen stärkeren Moderator gewinnen konnte. Ja, das mache ich nie wieder, Jungs. Ja, war ja ganz witzig im Studio, aber doch auch sehr anstrengend. Und ich habe ja gesagt, da werde ich noch einige Tage und Nächte was von haben. Also ich spüre es immer noch ein bisschen in den Armen von dem Training. Also es bringt auch doch tatsächlich was. So, ja, nachdem wir jetzt beim Sport waren, gehen wir wieder zurück zum normalen Unileben beziehungsweise dem, was nach dem eigentlichen Studieren geschehen soll. Und zwar träumt hier jeder von uns so ein bisschen davon, danach mal wirklich direkt in einen guten Job einzusteigen, gutes Geld zu verdienen. Und damit das Ganze ein bisschen einfacher verläuft, hat die Universität im Audimax regelmäßig den Karrieretag einberufen. Da stellen sich diverse Firmen vor, die einfach ihr Profil präsentieren und eben einfach anzeigen oder sagen, was es eben dafür Praktikumsstellen gibt, Möglichkeiten anzufangen. Und auch da waren wir mit einem Kamerateam für euch am Start. Und ja, was wir da eben für euch gefilmt haben, schaut jetzt mal rein. Zum dritten Mal fand auch dieses Jahr der Fakultätskarrieretag im Audimax statt. Immer mehr Studenten nutzen diesen Tag, um erste Kontakte mit Unternehmen und Kanzleien herzustellen. Organisiert wurde dieser Karrieretag von MyJobFair. Der Fakultätskarrieretag findet jetzt zum dritten Mal statt. Wir haben 50 Stände, insgesamt haben wir aber rund 40 personalsuchende Aussteller. Also wir haben insgesamt 13 solche Veranstaltungen in Deutschland. In Saarbrücken aber ist unsere Ursprungsveranstaltung, also so sind die Fakultätskarrieretage gestartet. Somit dann ist schön, dass wir jetzt das dritte Mal auch sind. Hier jetzt der Stand von Consiglia. Ja, hallo, ich bin hier von der studentischen Unternehmensberatung Saarbrücken. Bin hier seit 2011 tätig als Unternehmensberater. Und wir bieten gemeinsam mit Unternehmen hier an, den Studenten Projekte zu absolvieren. Idee dahinter ist, dass wir Studenten die Möglichkeit geben, Praxiserfahrung zu sammeln. Aber auch für weiterführende Studiengänge wie zum Beispiel den MBA gab es bei der Veranstaltung einen Stand. Schwerpunkt ist europäisches Management und unsere 15 Module werden auf Englisch angeboten. Von diesen 15 Wochen finden 3 Wochen im Ausland. Diese International Weeks werden in dem Jahr in England, in Russland und in der Schweiz stattfinden. Und unsere Studenten sind aus der ganzen Welt im Durchschnitt für dieses Jahr um die 30 Jahre alt und haben im Durchschnitt auch um die 5 Jahre Berufserfahrung.
die Kanzleien hier näher kennenzulernen, vielleicht auch irgendwie ein Praktikum zu bekommen oder in erster Linie einfach mal mit den Menschen von den Kanzleien zu sprechen, wozu man ja sonst eher wenig die Möglichkeit besitzt. Ich habe jetzt schon mit einigen Kanzleien gesprochen und ja, den Kontakt auf jeden Fall hergestellt, und dann läuft der Prozess ja so ab, dass man dann erstmal eine Bewerbung dorthin schickt, aber es geht ja hier auch in erster Linie erstmal darum, die Leute kennenzulernen, Fragen über die Kanzlei zu stellen und mehr zu erfahren über die Kanzlei. Ja, also der Karrieretag ist einfach eine super interessante Sache, gerade für Leute, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und sich da einfach so ein gewisses Netzwerk aufbauen wollen von verschiedenen Firmen, wo sie vielleicht mal Praktika machen können oder tatsächlich auch später mal anfangen können zu arbeiten. Ja, von der Arbeit geht es jetzt direkt rein in den Feierabend sozusagen. Was machen wir nach der Arbeit? Wir gehen natürlich in die Stadt mal ein Bierchen trinken. Da haben wir noch einen kleinen Nachtrag für euch von letzter Woche. Wir haben euch ja versprochen, dass wir euch den Beitrag von der Kneipentour noch zeigen. Und den wollen wir euch jetzt auch nicht länger vorenthalten. OrgaTV war für euch unterwegs, die Kneipentour. Schaut rein. Herzlichen Glückwunsch an das Orga-Team. Ihr habt ein größeres Bier. Vor dem Manhattan, der ersten Station der legendären Kneipentour. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Obergeil! So, das war unsere erste Station, das Manhattan in Saarbrücken. Leider für uns nur ein kurzer Aufenthalt, aber wir können gespannt bleiben, wie es weitergeht. Die ersten Biere sind schon kühl gelaufen. Ja, wir befinden uns jetzt vorm Klimbim, der zweiten Anlaufstation, und werden dort auch einige Biere verköstigen. Vor uns haben wir jetzt eine charmante Kartenverteilerin, die Shana. Shana, was machst du gerade? Ich verteile gerade, wer macht morgen Katerfrühstückkarten? Yay! Katerfrühstückkarten von Shana, das ist ja eine Alliteration des A's. Ja, auf jeden Fall. Alliteration mag ich sehr gerne. Ronny, würdest du dich als trinkfest bezeichnen? Auf jeden Fall. Wie viel hast du denn schon getrunken? Also 3 Wodka Energy, 1 Bier, 2 kurze, 3 kurze. Das ist mein 4. Bier, 5. Bier. Auf die Plätze. Fertig. So, 2, 1. Wir stehen hier mit Philipp Scherschel. Philipp Scherschel, man will es nicht glauben, wir haben ihn vor die Kamera gekriegt. Das war eine Odyssee. Ich kann es euch sagen, wir waren dort und hier und nochmal dort und nochmal hier. Und endlich haben wir ihn gefunden, endlich steht er hier. Ja, Philipp, erzähl uns mal, wie geht's dir? Wunderbar, mir ist nur ein bisschen kalt. Ja, woran könnte das liegen? Vielleicht, dass ich oberkörperfrei rumlaufen muss. Ist mir gar nicht aufgefallen. Woran liegt das, lieber Philipp? Ich habe eine Wette verloren. Ja, sehen Sie mal, ne? Also Jungs und Mädels, im ersten Semester keine Wetten eingehen. Im Endeffekt schon ganz nett. Also wenn man mit denen nett redet und sagt, du Arschloch, fahrst mich jetzt nach Hause. Die machen das dann schon auch. Also ob das jetzt die Zelle bei denen ist oder deine Zelle zu Hause, ist ja egal. Hauptsache warm, ne? So, also ich denke, man konnte sehen, dass wir unseren Spaß hatten. Und wer weiß, vielleicht wird die Reihe ja irgendwann auch noch eine Fortsetzung finden. Wartet's ab und schaltet natürlich weiterhin fleißig ein. So, wir haben jetzt leider schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Jetzt folgt wie immer noch der kurze Service-Teil. Ja, das Gewinnspiel von letzter Woche haben wir natürlich einen Gewinner ausgelost. Gewonnen hat Peter Kneter.
herzlichen Glückwunsch. Der 5 € Unique-Gutschein geht an dich. Und für das Gewinnspiel für nächste Woche haben wir natürlich auch eine neue Frage für euch. Diese Woche wollen wir euch allerdings nicht genau verraten, was ihr gewinnen könnt, aber glaubt mir, macht mit, es wird sich lohnen. Ja, die Frage ist die folgende: In welchem Jahr wurde die Formula Student gegründet? Ich denke mal, wenn ihr da die ein oder andere Suchangabe bei Google macht, dürftet ihr da eine Lösung finden. Wie immer via Facebook oder per E-Mail an uns. Ja, was geht bis nächste Woche? Am Wochenende ist im Club Number One Pop for Campus, ist extra für Studenten, gibt einige Specials, also da lohnt es sich definitiv reinzuschauen. Ja, Nachtwerk, Stratus, der größte Absturz, das ist so ein Plakat mit Felix Baumgartner vorne drauf, glaube ich. Auch das könnte interessant werden. Was natürlich ein absolutes Muss ist, ist morgen Abend die Cannes-Rolle in der Aula. Auch da gibt es, glaube ich, noch ein paar Karten zu kaufen, also wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei. Werbefilmfestival ist das Stichwort. Und natürlich, am Wochenende gibt es hier an der Universität noch einen Weltrekordversuch. Und zwar ist da ja der Ländertag. Und da soll versucht werden, mit den meisten Menschen im Eintakt Gangnam-Style zu tanzen. Also wenn ihr da Interesse habt, mal diesen Tanz zu lernen und euch das näher anzuschauen, solltet ihr auch da definitiv vorbeischauen. Wir versuchen auch mit einem Kamerateam vor Ort zu sein und da für euch zu berichten. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nehmt fleißig an unserem Gewinnspiel teil. Wie gesagt, nächste Woche lohnt sich's. Ja, ansonsten sehen wir uns wieder am nächsten Mittwoch um 18:18 Uhr und ich würde sagen, unbedingt einschalten.